Ja, in diesem Video möchte ich ChatGPT testen, indem ich ein paar Fun-Fragen stelle. Richtige Klassiker, die meisten wahrscheinlich eh kennen werden. Einmal schauen, wie die künstliche Intelligenz damit umgeht. Beginnen wir mit der ersten Frage und die lautet: Toms Mutter hat 3 Kinder. Tick, Trick und Track. Und das ist falsch, weil Toms Mutter, also heißt das dritte Kind natürlich Tom. Kommen wir zur zweiten Frage und die lautet: Einige Monate haben 31 Tage, andere haben 30 Tage. Wie viele Monate haben 28 Tage? Ein Monat hat 28 Tage. Und auch hier ist die künstliche Intelligenz hineingefallen. Natürlich haben alle Monate 28 Tage, manche sogar mehr. Wieder kein Punkt. Kommen wir zur dritten Frage und die lautet: Wie viele Exemplare pro Tierart nahm Moses mit auf die Arche? Moses war nicht auf der Arche, sondern Noah. Und Noah nahm jeweils 2 Tiere jeder Art mit auf die Arche, ein männliches und ein weibliches Exemplar, um die Arten zu erhalten. Erstes Buch Moses, Kapitel 6 bis 9. Und damit hat die künstliche Intelligenz die Frage natürlich richtig beantwortet. Kommen wir zur vierten Frage und die lautet: Ein Obsthändler hat einen BMI-Wert von 25. Was wiegt er? Es ist nicht möglich zu sagen, wie viel ein Obsthändler wiegt, basierend auf seinem BMI-Wert von 25 allein. Der BMI, Body Mass Index, ist eine Größe, die berechnet wird, indem man das Gewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat nimmt. Ein BMI-Wert von 25 kann eine Vielzahl von Gewichten entsprechen, je nach Größe des Individuums. Es ist wichtig zu beachten, dass der BMI nur eine grobe Schätzung des Körperfettanteils ist und andere Faktoren wie Alter, Gewicht, Muskelmasse und Körperbau berücksichtigt werden sollten. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Antwort, aber für die Frage, was ein Obsthändler wiegt, wäre die richtige Antwort hier natürlich Obst gewesen, deswegen kein Punkt. Kommen wir zur fünften Frage und die lautet: Du hast eine Schachtel mit Streichhölzern und kommst in einen kalten Raum. Dort findest du eine Petroleumlampe, etwas Holz und einen Kamin. Was zündest du zuerst an? Zuerst würde man das Streichholz anzünden, um dann damit das Holz oder Petroleum in der Lampe zu entzünden. Und das ist natürlich die korrekte Antwort. Damit gibt es einen zweiten Punkt für ChatGPT. Kommen wir zur sechsten Frage und die lautet: Wie oft kann man 1 von 20 abziehen? Man kann 1 von 20 19 Mal abziehen, sodass am Ende 0 übrig bleibt. Und hier wäre aber die richtige Antwort gewesen: Man kann 1 von 20 nur einmal abziehen, weil dann wäre ja keine 20 mehr da, sondern 19. Also richtige Antwort wäre 1 gewesen. Kommen wir zur siebten Frage. Ein Wettrennen. Du überholst den Läufer auf Platz 2. Auf welchem Platz bist du dann? Wenn sie den Läufer auf Platz 2 überholen, dann wären sie auf Platz 2. Und das ist die korrekte Antwort. Kommen wir zur achten Fangfrage. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele bleiben sitzen? Nach dem Abschießen einer Taube bleiben 9 Tauben auf der Stange sitzen. Und das ist leider nicht die korrekte Frage, denn wenn der Jäger eine wegschießen würde, würden alle anderen Tauben auch wegfliegen. Also die richtige Antwort wäre keine und somit gibt es keinen Punkt. Kommen wir bei Frage Nummer 9 zu einem Klassiker. Was ist schwerer, 1 Kilo Gold oder 1 Kilo Federn? 1 Kilogramm Gold und 1 Kilogramm Federn haben beide das gleiche Gewicht und wiegen beide 1 Kilogramm. Die Gewichtseinheit Kilogramm bezieht sich auf die Masse und ist daher unabhängig von Dichte oder dem Volumen eines Materials. Und hier ist ChatGPT nicht drauf reingefallen und hat die Frage richtig beantwortet. Kommen wir zur zehnten und letzten Frage. Eine halbe Glatze hat 200 Haare.
Wie viele hat dann eine Ganze? Eine ganze Glatze hat 400 Haare. Ja, und hier ist die Antwort leider auch falsch. Eine ganze Glatze hat natürlich 0 Haare. Ja, damit hat die künstliche Intelligenz 4 von 10 Fangfragen richtig beantwortet. Ich werde jetzt mal ein Feedback geben, wo es falsch gemacht worden ist. Und vielleicht in Zukunft den Test wiederholen und schauen, ob sie etwas dazugelernt hat.